Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Edition. Im letzten Part haben wir Pikachu verloren, aber dafür haben wir Clarice erhalten. Ein weibliches Stalos. Und ich habe beschlossen, mit dem Viech jetzt ein bisschen trainieren zu gehen. Ich werde nochmal zurück nach Gravelport City gehen und dort gegen die Trainer kämpfen, die wir bisher übersprungen haben. Damit eben ein Training gut möglich ist. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so, oder ich gehe mit Ophelia rein, das ist auch eine Möglichkeit. Und kämpfen gegen den. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Dann gehen wir mit Ophelia rein und setzen Absorber ein. Das gefiel mir schon gar nicht. Igget. Frostbeule. Ja, da haben wir wieder ein paar. Mit Brutalanda und einem Alpollo geht es noch schlimmer, Leute. Nein, geht es nicht. Schon schlimm genug. Dann werden wir jetzt ein Pokémon langsamer machen, wenn es treffen könnte. Ich denke, ich bleibe jetzt mit Stalos drin. Das ist die bessere Variante. Und ich werde wahrscheinlich austauschen mit Glutexo, ja. Natürlich hat es ausgetauscht. Ich werde wahrscheinlich eine Kreideschrei einsetzen gegen das Viech. In Verbindung mit Rauchwolke. Oje, Mini. Oje, Mini. Jetzt sind wir aber gefickt, hey. Ich habe keinen Aufweger gekauft, ne? Ne. Das gab's, glaube ich, nicht mal. Ne, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir zuerst Alpollo besiegen, genau. Perfekt. Ophelia ist auch Level 17 jetzt. Ist doch schon mal gut. Was Clarice angeht, versuche ich weiter aufzuwachen und Denneville kann ich trotzdem mal mit Paraheil heilen. Nochmal Kreideschrei. Ich versuche einfach mein Glück und dabei versuche ich auch dieses Traunvogel zu töten. Nochmal Kreideschrei und nochmal Glutattacke. Das hätte es eigentlich tot sein sollen. Nochmal Kreideschrei und Blut gegen das letzte Traumfugel. Clarice ist Level 11. Dann versuche ich es mal mit einer erneuten Felsgrabattacke und einem Kratzer. Okay, es ist wieder ein bisschen langsamer geworden. Und versuche nochmal so Glück mit Felsgrab und Kratzer. Wenn Kratzer nicht daneben gehen würde. Aber ja, okay, ist besiegt. Denneville werde ich jetzt austauschen. Ist mir nochmal zu riskant, das zu verlieren. Aber nee, ich glaube, ich tausche gleich alle aus, ganz einfach. Dann gehen wir mit Irene rein und mit Robert. Und setzen jetzt eine Kreideschrei nochmal ein. Und Kratzer. Oh, perfekt, okay. Und Abschlag und tschüss. Und Clarice ist jetzt Level 12 nass zu gehen. Und ich denke, hier kriege ich, glaube einen Trank. Super, ein Trank. Nee, wie gesagt, ich habe jetzt eine andere Idee, wo ich trainieren könnte, denn wir sind ja im letzten Part auch auf schwache Ledian getroffen und auch andere Flug-Pokémon. Da wir bei alle wissen, ich wollte schon sagen beide, natürlich, wir wissen ja alle, dass Flugtypen nicht wirklich gut gewappnet sind gegen Stein-Pokémon bzw. Stahl-Pokémon, Boden-Pokémon. Okay, Boden-Pokémon vielleicht doch. Aber ich denke, gerade Ledian hat eine Vierfachschwäche. Ich bitte euch, da kann man echt gut trainieren. Und wir werden jetzt statt Steinwurf, statt Klammergriff auf Steinwurf setzen. Und unser Viech auf jeden Fall so trainieren. Ich denke, das läuft. Habe ich tiefes Vertrauen, das funktioniert. Vor allem Pokémon wie Golbat, das sind ausgezeichnete Pokémon zum Trainieren. Und tschüss. Und Level 14. Ja, ich denke, bis Level 15 kann man gut trainieren. Vielleicht bis Level 16, mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir gut gewappnet sein für den nächsten Arena-Kampf. Denn die Pokémon
werden asozialer mit jedem erhöhten Level. Und ich denke, ich finde schon mit Level... Ja, jetzt wäre hier natürlich unser verstorbenes Greta echt die perfekte Lösung. Ich gehe jetzt das Risiko ein, setze Steinwurf ein. Und nochmal Steinwurf und Mantax ist besiegt. Mablu nicht mal wert ist, gegen das zu kämpfen, nicht mal wert, die Zeit mit dem Viech zu opfern. Hau ab. Nochmal Mantax. Felsgrab und Felsgrab. Ja, also ich denke, hier kann man echt noch gut trainieren. Und ich werde hier auch einiges reißen, ganz einfach. So. Das sollte ausreichen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Camilo für Pokémon so hat. Was ich auch cool finde an diesem Randomizer. In der Arena haben wirklich jede Trainerklasse hat wirklich die identischen Typ-Pokémon, sage ich mal. Das ist mir schon in der ersten Arena aufgefallen. Ich habe ja anfangs gegen Tanel gekämpft, gegen Forstelka, gegen Metagross sogar. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass die Arena voll von Stahl-Pokémon ist, ne? Und ich denke, jetzt sind wir bereit, Ash aufzureißen. Jetzt sind wir echt bereit. So. Gehen wir doch jetzt mal. Und kämpfen gegen die erste Leiterin. Zubiris, ich kann es mir schon denken. Entweder Unlicht-Pokémon oder Geist-Pokémon. Ich hoffe ehrlich gesagt auf Geist-Pokémon. Wobei für... Ich denke für meinen... Für meine Irene ist es ein Tabu, jetzt hier in dieser Arena zu kämpfen. Ja, eindeutig. Du kriegst Verbot. Du kriegst absolutes Verbot, Irene, hier zu kämpfen. Dann werde ich jetzt austauschen. Setze noch einmal... Felsgrab brauche ich nochmal nicht mehr einsetzen. Dann setze ich lieber auf Zwirnlicht ein und setze Blutattacke gegen Alpollo ein. Und Alpollo stirbt wie genau berechnet. Und jetzt auch nochmal Felsgrab gegen das Viech und Blut. Oh, ich hab's überlegt. So, Sieber-Jip-Dip-Dare. Warte, ich werde wieder speichern. Und werde auf jeden Fall weiterhin mein Glück versuchen. Wir werden auf jeden Fall in der Geist-Arena antreten, das sollte ganz klar sein. Und ja. Was sind so für schwere Pokémon auf jeden Fall? Ja, was sagen wir es mal anders. Was für Pokémon könnte uns hier jetzt beim Arena-Leiter am schlimmsten erwarten? Ich würde sagen Gengar, Zwirklop. Vielleicht auch... ich würde sagen, vielleicht... Traumfugil? Traumfugil? Banette auf jeden Fall. Banette ist ein gefährliches Pokémon. Ja, das haben wir jetzt auch hier perfekt als Beispiel. Ich denke, ich werde jetzt hier auf einen Kreideschrein setzen und mit Felsgrab den Rest beenden. Ich habe auch ein paar Tränke geholt, natürlich. Dann muss ich nicht immer ins Pokémon Center rennen, aber dann werde ich auf jeden Fall wieder rumheulen, wenn ich nicht genug Tränke geholt habe. Aber ich denke schon allein die Tatsache reicht mir aus, dass ich jetzt hier gegen Geist-Pokémon kämpfe. Ich kann es eigentlich besser nicht erwischt haben. Einfach aus der Tatsache hinaus, weil... Ja, weil Stahl-Pokémon wie Stalos eigentlich gute Chancen haben sollten. Meiner Meinung nach. Ich könnte mich natürlich auch irren. Aber ich denke, das läuft noch ganz gut. So. Dann kämpfen wir jetzt gegen Camilo. Ich bin Camilo, der Arena-Leiter von Fausterhafen. Ich habe die wilden Schulden dieser Gegend gemeistert und bin dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern, dann zeig mir, worauf du gemacht bist. Und damit geht der zweite Arena-Kampf los mit Alpollo. Bam, 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 bam. Puh, okay. Ich würde erstmal sagen, dadurch, weil wir wahrscheinlich Alpollo nicht gleich runterkriegen, sollten wir erstmal die Initiative von dem Viech runterdrosseln mit Felsgrab. Bis wir zuerst angreifen, und das ist jetzt der Fall. Wir sind aber paralysiert. Ich werde die Chance nutzen und einen letzten Parade einsetzen. Kreideschrei wurde um 5 reduziert, das interessiert mich ein Scheißdreck, weil ich habe 40 AP. Das wird also ziemlich lang dauern, bis du es runterbekommen hast. Und... Clarice hat jetzt Level 18. Das ist doch schön. Das ist ja schön. Jetzt kommt Banette. Da kann mir das Viech nur gefährlich werden mit Fluch. Sonst überhaupt nichts. Nicht mal mit Abschlag. Das war ein Volltreffer. Mit 4 Schaden. Volltreffer.
Blödsinn. Ja, ja, ja. Ich kaufe sofort aus. Das ist mir zu riskant. Oh, noch ein Banette. Wow, sind wir heute wieder vielfältig. Wir können es jetzt spannend machen, aber nee, ich mach's nicht. Dann hau ich jetzt Robert rein. Soll es mal mit Aquaknarre ein bisschen feucht machen wieder. Und lieber doch austauschen. Jetzt komm, setz noch mal ein. Setz noch mal ein, du Schlampe. Komm. Okay, also eine Nachtnebelattacke werde ich jetzt nicht überleben. Darum setze ich jetzt doch noch mal einen Tank ein. Wow, ey, sind wir heute mal wieder super drauf. Noch mal heilen. Das hätte mich jetzt gefickt. Das Viech hätte mich jetzt so gefickt. Oh ja, gib's mir! Nö. Steinwurf. Und Clarice ist Level 19. Robert auch? Ja, was will man mehr? Uiuiui, du hast eine ziemlich große Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt, nimm den Orden dieser Arena. Und damit ist wieder Helligkeit eingekehrt und wir erhalten den Knöchelorden von Camille. Dann dieses Knöchelordens werden ja alle Pokémon bis 30 Jahren, bla bla bla, interessiert keine Sau. Und wir können raus hier, wir können endlich raus hier. Aber wir haben, Moment, wir haben eine sehr geile TM bekommen, und zwar die Attacke Protzer. Stärkt den Körper, so steigt Angriff und Verteidigungswert. Ich hoffe, wir haben einen Kandidaten, der es lernen kann. Nein, haben wir nicht. Gefällt mir nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich den Part auch mit zum ersten Mal mit Sony Vegas rendern kann, weil dann kann ich auch wesentlich mehr Farben einsetzen und auch die Sättigung erhöhen und so weiter. Ich denke, ich werde den Versuch einfach machen. Ich werde wahrscheinlich mit Sony Vegas rendern und wenn die Parts nicht so lange dauern mit dem Rendern, dann werde ich wahrscheinlich in Zukunft in dieser Qualität hochrendern. Ich denke, da kommt auch ein ziemlich gutes Ergebnis raus. Denke ich zumindest, ja. Da habe ich auf jeden Fall tiefes Vertrauen. Oh, gegen euch haben wir schon gekämpft. Gibt es noch irgendwie einen Trainer? Ja, hier. Was drehst du dich weg, du Schlampe? Und Corazon, das ist ein geficktes Pokémon mit Absorber. Und damit haben wir Cordula besiegt. Wir sehen auch noch den da. Wow, 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 die Beldra. Immer schön cool bleiben. Lockduft, Lockduft. Absorber. 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 Und Absorber. Schlafpuder. Nee, wir vergessen Giftpuder. Gegen Altaria können wir jetzt nichts ausrichten. Nur Clarice kann da was tun. Mit einer Steinwurfattacke und einer Felsbar. Oh, Draschel ist auch da. Irene, du auch. Setz dir mal Kreideschrei ein. Abschlag. Nee, tauschen. Denevel. Versuch's mal mit Kratzer. Und du schlief mit 30%iger Wahrscheinlichkeit. Vers, hast du alles? Wow, ein Dragoran Level 12. Ist das nicht legal, Leute? Not. Wow, fick dich, fick dich, fick dich. Clarice, versuch's mal mit einer Kreideschrei-Attacke. Und einer Steinwurf-Attacke, ob es dem Dragoran gefällt. Oh, nee, scheint es nicht. Draschel, 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 Draschel. Gegen Draschel setzen wir nochmal dieses Vieh ein. Setzen dann Nachtnebel ein. Nachtnebel. Und Nachtnebel. Und dann 18 für Irene. Und jetzt bekommen wir hier, glaube ich,
drei oder fünf Sprudel, bin mir sicher. Oh, sechs Flaschen Sprudel sogar. Die heilen jedes Mal 60 KP. Und ich finde es so schade, dass man Sprudel nicht jetzt zum Beispiel im 12er Pack kaufen kann, aber das haben sie ja in der 5. Generation, glaube ich, geändert. Ich glaube aber nur in Pokémon Schwarz 2, meiner Meinung nach. So, damit diese Typen hier verschwinden, müssen wir erstmal hier rein und das Paketchen abgeben. Bei diesen Typen hier. Wenn das hier hingehört und das dahin, wo gehört dann das hin? Und was ist mit diesen Dingsbums? Ich werde einfach nicht schlau. Oh, hallo, ich bin Bootmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Ah, das da. Sind das die Dämmenwaren? Ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagt, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu bringen? Das können wir in diesem Part gerne noch tun. Denn jetzt, als wir mit ihm geredet haben, hat sich das Museum ein bisschen mehr beruhigt. Willkommen im Ozeanmuseum. Ein Trip kostet 50 Pokédollar. Hast du Interesse? Natürlich. Viel Vergnügen. Von dem Typen kriegen wir auch noch die Attacke Raub. Das wir später vielleicht benötigen, auf jeden Fall. Und hier haben wir Captain Brick. Hallo. Ja, wenn du Brick suchst, der bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Drum von Glennon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Wartet, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was, was seid ihr? Wir sind die Magma, unser Boss will diese Dinge haben. Also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Niemals! Und das werden wir jetzt in diesem Part machen. Was hat dieser Team Aqua für ein Pokémon-Team? Jetzt sind wir gefickt, Leute. Ein Safkon? Dieser Typ meint's ernst. Glut? Oh, schon gesehen. Okay. Aber dafür Level 19 für beide meiner Pokémon. Oh Mann, was werden die da so der Boss wird verdammt wütend sein. Und was hast du? Hast du jetzt ein Kokuna? Ich würde jetzt so ein Lachflash kriegen, wenn der ein Kokuna hätte. Aber ich glaub's irgendwie nicht. Schnäppke! Das Pokémon ist aber süß, muss man sagen. Schlafpuder. Und dann, wow, es hat eine Runde gepennt. Holy Jesus. Okay. Und Kusilla. Den Kusilla gehen wir mit Irene vor. Nachtnebel und Nachtnebel. Damit haben wir sie aufgehalten. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Was sehe ich? Die Idioten lasse von kleinen Kindern die Suppe so salzen. Wir sind Team Aqua und lieben das Meer. Und ich bin der Team Aqua Boss Adrian. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein? Hm? Nein, das kann nicht sein. Wieso nicht von Team Aqua? Warte mal, das stimmt doch einfach nicht. Du bist doch gar nicht so angezogen. Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Ich denke, du bist einfach noch zu klein dafür. Du kannst unsere Ideale einfach nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Vergiss das nicht. Du bist Lucky Jay. Wow, das war eine sehr kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Dämmen gebracht hast. Und damit übergeben wir das Dämmenware. Na bla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen schnell wie möglich die Expedition zum Meeresgrund beenden und aufbrechen. Danke, ich entschuldige mich nun. Du kannst hier ruhig alles in Ruhe anschauen, wenn du magst. Mit einer kleinen Heilung und einem netten Geschenk der Heilung werden wir uns im nächsten Part wiedersehen von Pokémon Smaragd Edition. Und dahin sage ich dann Tschüss, Leute.